Hey Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch kein Intro habe für das Food Diary, deswegen wollte ich das kurz drehen. Ja, ich habe das Food Diary jetzt gedreht. Ich habe zwar nicht alles gefilmt, was ich gegessen habe. Ich habe teilweise auch mal noch ein Brot abends gegessen oder noch ein Brötchen mehr. Und halt zwischendurch esse ich halt ziemlich viel, sag ich jetzt mal, so was Obst angeht und Gemüse. Also wundert euch nicht, dass es so relativ wenig erscheint. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Es hängt daran, ihr seid schön so wie ihr seid und ihr seid schön so wie ihr was? Ihr seid gut so wie ihr seid und ihr seid schön so wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Ja, mein Frühstück kennt ihr ja schon. Es gibt Quark mit Himbeeren, mit Blaubeeren, mit Chiasamen, mit Mandeln, mit Proteinpulver, Markerpulver und Acai-Pulver oder ACI, keine Ahnung. Und einen Tee. Genau. So, das gibt's heute zum Mittag. Das ist so eine Gemüsemischung mit Brokkoli, Blumenkohl, Möhren, Zuckererbsen und dann habe ich noch so eine asiatische Mischung reingehauen. Und ja, danach esse ich wahrscheinlich noch einen Quark und einen Apfel und ja. Gestern gekauft. Ich bin richtig gespannt, wie das schmeckt. Ich habe mir auch normale Haselnussmilch gekauft und habe damit Cornflakes gegessen. Das habe ich euch leider vergessen zu filmen. Die Haselnussmilch davon war richtig lecker und ob dieser Kaffee jetzt auch schmeckt, ja, werden wir sehen. Aber ich denke schon. Ja, zum Abendessen gibt es heute Wraps. Das sind so Leinsamen-Wraps, die habe ich von Aldi. Dann ist da Feldsalat, Hähnchen, Gurke, Tomate, Mais und körniger Frischkäse und ein bisschen Ketchup. Hallo Leute! Ja, zum Frühstück gibt es heute Quark mit Beeren. Das sind Himbeeren, das sind Blaubeeren, also es sind gefrorene Früchte. Dann mit ein paar Chiasamen. Proteinpulver ist noch drin. Mandeln, Pistazien, das sieht ein bisschen eklig aus, das ist eine getrocknete Feige und das Pulver da ist Markerpulver. Und dann gibt es noch einen Kaffee dazu. Die Pani gemacht, das ist jetzt mit Hähnchenbrust und das lasse ich mir jetzt schmecken. Den habe ich euch vergessen gestern zu zeigen, also den habe ich dann noch gegessen. Und ich finde, das schmeckt wie Leckermäulchen und Mutti meinte, das schmeckt wie Frufo, das gab es ja damals. Ja, richtig lecker. Ja, heute gibt es nochmal Wraps. Wieder mit Feldsalat, diesmal mit Kidneybohnen, Mais, ein bisschen Hähnchenbrust. Dann kommen noch Tomaten und Gurke dazu und körniger Frischkäse. Und das Fleisch haben wir leider vergessen. Das Hackfleisch, deswegen gibt es halt jetzt die Putenbrust. Ja, heute gibt es eigentlich wie immer Quark mit Proteinpulver, Himbeeren, Mandeln und dann ist da noch so eine Cornflakes-Müsli-Mischung drüber. Also so mit Soja, Cornflakes, Kokos, Kürbiskern und Chiasamen. Ja, und danach gibt es wahrscheinlich noch ein Brötchen. Sieht nicht ganz so lecker aus, aber dann gibt es halt noch so ein Brötchen mit Schinken und dann noch eins mit Ei. Nee, also wirklich jetzt. So, hier sieht das aus. Das ist so lecker, Leute. Und wenn ihr das ganze Eis auf esst, es passiert einfach nichts. Also, es ist relativ gesund in Anführungsstrichen und wie gesagt, mega lecker. Das esse ich auch immer so zwischendurch. Ich mache mir einfach gekochte Möhrchen und Brokkoli. Sehr, sehr lecker. Brokkoli. Und ich habe mir eine Süßkartoffel geholt und die sieht aus wie so eine Kackwurst. Willst du die haben? Willst du die haben? Miau! Ich habe mich darum entschieden, ich esse noch die Hälfte davon mit Bruschetta. Und das andere mit Schinken. So, jetzt gibt es noch das Brötchen, was ihr schon bei Mutti gesehen habt. Und einmal mit Spinat und Ei und das andere mit Schinken. So, und wie ihr schon wisst, gibt es das jetzt als Vorspeise zum Abendbrot. Und Mutti isst so ein Brötchen, sonst esse ich auch nachher. Und das ist Tee. Ii. So, heute habe ich mir zwei Eier gemacht mit ein bisschen Schnittlauch und ein bisschen Tomate. Und zum Nachtisch gibt es dann noch Quark. Ja, und heute gibt es dann Quark mit Brombeeren und wieder mit diesem Bananenproteinpulver und so Cookie Flav Drops.
Heute habe ich mir ein bisschen Ofengemüse gemacht. Das sind Süßkartoffeln, Zucchini, normale Kartoffeln, Paprika. Und da ist noch so ein Fleischbällchen. Die anderen habe ich schon gegessen, weil ich Hunger hatte. Und dazu esse ich noch ein bisschen curligen Frischkäse. Good morning in the morning. Heute ist Samstag und bevor ich ein bisschen Sport mache, esse ich jetzt erstmal Knäckebrot mit Quark und Aprikosenmarmelade. Die ist 100% aus Aprikosen. Ja, und ohne Zuckerzusatz. Richtig nice. Das ist heute mein Frühstück. Quark mit Leinsamen. Ach, Leinsamen, Schiersamen meine ich. Johannisbeeren. Kiwi, Mandeln, Proteinpulver und Markerpulver. Und dazu gibt es dann noch einen Kaffee. Hallo Leute, es ist gerade Nachmittag und ich habe mir gerade einen Proteinriegel in der Mikrowelle warm gemacht. Der ist mit Peanut Butter. Hallo Leute, jetzt seht ihr mich mal. Ich wollte noch sagen, ab und zu, was heißt ab und zu, eigentlich trinke ich jeden Tag fast so eine Flasche Karottensaft. Und was ich halt jetzt nicht so zeige, ich denke mal, das ist auch nicht so interessant. Ich esse halt zwischendurch Birne oder Apfel. Da mag ich besonders gerne die grünen. Und ja, und ab und zu auch mal einen Proteinriegel. Aber ich zeige das halt nicht, weil das halt auch langweilig wird. Und das Frühstück habt ihr jetzt halt auch. Also ich denke mal, ihr wisst halt jetzt, was ich frühstücke. Und das ändert sich halt eigentlich nicht so. Und Eiweißpulver, falls ihr da Fragen habt, dann nehme ich immer das von ESN. Das Vanille. Und ja, früh trinke ich halt immer hier BCAAs. Ja. Genau. Ich glaube, das war's soweit. Und wenn ihr dann noch Fragen habt zu den Marken irgendwie, ich kann euch ja zum Schluss nochmal so komplett so auf den Tisch zeigen, was ich immer so kaufe und wovon die Marken sind. Und genau, ja, das wollte ich nur mal zwischendurch erwähnt haben. So, wie üblich, ihr kennt ja schon mein Frühstück, Quark mit Kiwi diesmal, dann so eine Müsli-Mischung, ein paar Mandeln. Und die Dinger da, die aussehen wie kleine Larven, sind Maulbeeren. Und dazu gibt es noch einen Kaffee. So Leute, es gibt jetzt einen Live-Test von Milka Joyfills. Mal sehen, ob die... So, jetzt gibt es den Live-Test. Ich finde, die riechen wie Cookie Crisps. Also viel schmecken tut man nicht. Weiß nicht, ich finde. Naja, finde ich nicht so gut. Kann man mal essen, aber oh, ich habe Quark am Mund. Naja, es ist Mittag und jetzt esse ich Quark mit Haselnussdrops. Und das ist so lecker. Das ist meine Lieblingssorte. Und ein bisschen Ananas und jo. Und was isst du, Mutti? Stulle. Tomaten. Tomaten und eine Stulle. Und ein ganzes Stück Butter. Und ein ganzes Stück Butter. So, heute gibt es zum Mittag, was sind das, Couscous? Oder ist das Quinoa? Quinoa, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube Quinoa-Pfanne mit Falafel, körnigen Frischkäse, Gemüse und ja, das sind dann auch so eine Süßkartoffel-Chicken-Nuggets. Was zum Nachtisch gibt es heute einen Pfannkuchen. So Leute, ich muss jetzt ja mal was zeigen. Das mache ich echt jeden Abend. Und zwar nehme ich mir ein paar Schmelzflocken und körnigen Frischkäse und dann noch ein bisschen Zucker, beziehungsweise ich nehme hier halt diesen Zucker. Und das schmeckt so lecker. Das ist so streuselmäßig. Das habe ich bei einer Instagramerin gesehen. Die heißt Balanced Kim, glaube ich, oder Kim Balanced oder so. Und es ist so lecker. Ich mache da halt immer noch diese Flav Drops rein und oh, es ist so lecker. Probiert das mal aus. Und jetzt esse ich noch ein Brötchen. Ich habe gerade noch einen Wrap gegessen, aber ich habe vergessen, den zu filmen.